Willkommen zurück zu einer weiteren Folge meines GVG-Tutorials. Das ist Folge 12 und das wird im Vergleich zur vorherigen Folge eine sehr kurze Folge sein. Dieses Mal geht es mir darum, wie ihr rasch Einheiten produzieren könnt. Das ist eine Sache, die ihr zum GVG-Spielen braucht, die ihr aber vielleicht auch für andere Kampfaktivitäten im Spiel nutzen könnt. Mir ist aufgefallen, dass ich im Hochmittelalter kaum noch Einheiten habe, die ich im GVG benutze. Ich habe jetzt hier noch vier Bliden und die Bliden sind wie in allen altertümlichen Zeitaltern die anderen Artillerieeinheiten eine sehr gute Einheit, um zu kämpfen. Und ich brauche mehr Artillerie. Und um nun schnell Bliden nachzuproduzieren, reiße ich meine bisherigen Kasernen ab. Und stelle ein Bliedencamp auf. So, wir sehen jetzt mit der Maus, wenn wir drüber fahren, dass das noch 8 Stunden oder 9 Stunden bräuchte, bis es aufgebaut ist. Aber das spielt im Grunde keine Rolle. Es muss gar nicht aufgebaut sein, es muss nicht einmal an eine Straße angeschlossen sein, um Bliden zu produzieren. Das Alcatraz produziert ja generell unabhängige Einheiten von Kasernen, die ihr in der Stadt zu stehen habt. Diese Kasernen müssen weder an eine Straße angeschlossen sein, noch aufgebaut sein. Das heißt, ihr könnt euch hier irgendwo in der Ecke ein bisschen Platz halten, den ihr dauerhaft nutzt, um Kasernen aufzubauen, um dann rasch Einheiten nachzuproduzieren. Oder den könnt ihr ja auch benutzen für Events, um dann irgendwie Wohngebäude zu bauen oder Produktionsgebäude, falls es solche Aufgaben gibt, wo ihr solche Quests abschließen müsst. So, wie gesagt, wir haben vier Bliden. Ich hole jetzt die Ernte des Alcatraz ab, dann schauen wir nach, wie viele Bliden ich dann habe. So, ich schaue jetzt hier wieder rein und wir sehen, die Leiste ist schon voll und ich habe jetzt 34 Bliden produziert. Und das war meine Absicht. Und ich hätte durchaus noch mehr produzieren können, wenn ich das Agentenversteck abgerissen hätte. Dann hätten nämlich alle meine Produktionen Bliden produziert. Insgesamt 108. Aber mir reichen diese 34 Bliden jetzt erstmal wieder eine Zeit lang. Dann danke ich euch fürs Zuschauen. Und falls euch das Video gefallen hat, dann gebt ihm gerne einen Daumen nach oben. Falls ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt und generell Interesse an Forge of Empires Videos habt oder speziellen zum Thema GVG, dann abonniert gerne meinen Kanal. Und dann freue ich mich darauf, dass ihr auch bei der nächsten Folge wieder dabei seid. Dann macht's gut. Und bis zum nächsten Mal.